Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hofbergmann mit dem Tigerfarm. Hallo. Ich bin's der Tigerfarm. Das wollte ich gerade so ein Real Farming sagen. So. Ich hab's bemerkt. Ich gebe mal gerade den Raps hier aus. Und so, der erste Raps ist drin. Wir haben schon Diesel. Wir haben schon 240 Diesel. Was? Jo, stell dir vor. Stell ich mir nicht vor, das weiß ich. Kannst du gar nicht wissen. Bist gar nicht vor Ort. Aber wenn du es mir schon sagst, ich glaube nicht, dass du dem deinen Premium-Support anlügst. Na, wer weiß denn das schon so genau? Nein, natürlich nicht. So, wie weit ist ein Drescherli? Drescherli ist 50% weit. Jetzt bin ich sehr schräg reingefahren. Ach, du holst die zweite Ladung Kühe? Ja. Das ist super. Die müssen wir dann noch irgendwie versorgen, gell? Ich habe keine Ahnung wie. Oh nein, Baum. Scheiße. Oh, ein Baum. Jo, da war einer. Jetzt hast du ihn umgefahren. Nee, er war stärker als ich. So, warte, was brauchen wir? Mischration, Silage oder Heu? Du bist umgefallen. Nicht der Baum. Wir brauchen noch einen Ladewagen. Und die Sämaschine. Ja, ich vermute, die Sämaschine wird man erstmal mieten müssen. Dann können wir die Amazone oder so nehmen. Ich weiß gar nicht, welche Motorvariante ich genommen habe. Oder ob es da überhaupt. Ich habe die beste genommen. Ich weiß gerade gar nicht. Mit 279 PS. Mein schöner Fendt. 300. Passt. Passt. Hab die richtige genommen. Mit schöner Terra-Bereifung. Du. Was ist? Ich werde mal gerade gucken wegen Ladewagen. Aber ich vermute mal, es ist nicht so gut, wenn wir uns einen kaufen, oder? Ladewagen kaufen, ja. Oder mieten? Erstmal nur mieten. Wir sind knapp im Geld. Ja, der Bergmann. Oder was bräuchten wir denn jetzt noch? Ja, wir bräuchten ein Mähwerk, haben wir ein Frontmähwerk, das reicht. Nee. Wir brauchen noch einen Schwader und einen Wender. Dann würde ich eher für die Grastechnik oder Heutechnik investieren. Wir können aber auch einfach Gras verfüttern, erstmal. Gras und Klee. Wächst Klee nach automatisch? Aber das wäre ja wurscht. Stroh brauchen wir. Stroh kriegen wir von Feld 2. Ich will jetzt erstmal mit Gras anfangen. Jo. Dann hole ich einen Ladewagen. Soll ich den kaufen? Und dann miete ich den. Ich miete den kleinen Strautmann, das reicht ja. Und Mähwerk haben wir ja. Ja, das reicht ja erstmal. So. Dann gucke ich gleich nochmal beim Drescher vorbei. Mach das. Also gibt's eigentlich einen Dieselverkaufspunkt? Nee, gell? Den muss man platzieren. Ja, doch, einer. Ja, den muss. Wir haben einen. Wir hatten einen. Wir hatten auch keinen gemacht, die sie verkauft und platziert. Ne, hier nicht. Deshalb war mein Gedanke erstmal, ob es vielleicht schon einen jetzt gibt hier. Aber es sieht nicht so aus. Wenn das nicht standardmäßig auf der HB ist, dann nicht. Nope.
Wir hatten ja im anderen hier einen Gemeindehof. Gemeinde Bergmann. Und da wird man jetzt dann. Warte, da wechsle ich mal gerade hin. Soll man das wieder da unten bei der Schreinerei machen? Wir haben doch den Verkaufspunkt für den fürs Holz. Ja, aber Diesel. Ja, würde ich ja dann noch dahin. Diese eigentlich. Das war jetzt eigentlich. Ja, wo wir in der letzten Version das Holz, die Holzding da, Genau. Holzverkaufsstation platziert hatten. Da pflanze ich den hin. Hä? Und dann musst du mir, also dem Hof LU geben. Nee. Einen Trigger kannst du immer benutzen. Oder Echt? nicht? Ich weiß nicht. Hey. Wo ist denn den Anhänger hingestellt? Ist das schon wieder am Feld? Ja. So, dann mache ich mal hier gerade einen schönen Boden noch. Ja, sehr schön. Schönen Boden. Ja, total. Was hast du genommen? Ne, es war einfach nicht so schön zu Beginn. War so eine Erdkruste oder sowas. Bin fast ins Feld gefahren, Ey. weil es geleckt hat. So schönes Feld. Es wäre aber nie meine Schuld gewesen. Dazu sagst du nichts mehr. Ich bin gerade sehr stark konzentriert, damit ich hier alles richtig baue. Ach, bauen, nicht mehr texturieren. Doch, texturieren. Es gibt eine neue Textur. Ja, so kleine Kachelsteinchen. So Gab's ein. schon immer. Nein. Okay. Guck mal gerade hin. Ich verleg das gerade. Guck selber. Die sind von der Hofbergmann. Alter, jetzt bist du auch drin, jetzt leckt's. Sind von der Hofbergmann. Ja, habe ich gehört. Jo, Trotzdem. sind von der Hofbergmann. Kaufen wir jetzt erstmal ein Gewicht. Ey, wir haben doch kein Geld. Für ein Gewicht schon. Und dann muss ich das hier. Ne, wie war das? C. Nee, ach egal. Hast du schon abgetankt? Nee, natürlich nicht. Fragst nach dem Anhänger und Kann dann. ich. Warte, ich gebe dir gerade mal LU. Dann sind wir auf der Safe-Seite. Dass wir da auch wirklich abladen können. Kann den jetzt abfangen, wenn du willst. Ja, ich bin auch da. Ne, ich mach kurz, dann kann ich danach mit dem Strautmann gleich weiterfahren. Okay. Sag, wenn der Anhänger voll ist, dann Ja, fahr ich mit. ich habe den gerade leer gemacht. So schnell geht's nicht. Was brauchen wir jetzt noch? Sämaschine im Grunde. Schlecht. Kriegen wir noch nicht mal die kleine Förderstelle für. Kann sie noch Geld leihen für die Horsch? Kann ich probieren? Warte, den müssen wir pflügen. Das wollte ich vorher noch wissen. Ja, kann ich. Noch hoffe ich die Horsch. Wir müssen erst Ochs. pflügen. Und kalken. Oh, pflügen.
Jo. Pflügen und kalken. Kalk haben wir auch nicht. Soll ich anfangen zu pflügen? Jo. Dann miete ich einen, oder? Oder soll ich einen kaufen? Wir. Ach, den kleinen habe ich glaube ich verkauft, gell? Den 300 PS-Dinger, den müsstest du kriegen, oder? Oder hat er 400? Wird schwierig. Wenn Ah, das schafft es er. wird schwierig. Meinst du? Ja, das wird schwierig. Ich glaube, der packt es. Ich glaube nicht. Ja, wenn nicht, dann tausch mal. Darfst du Johnny fahren? Nee, kein Johnny. Tut mir leid. Kein Deutz, kein Johnny, was denn nur? Akkumas. Und zwar bei den Tierchen mal schon Wasser reintanken. Ja, soll ich alles gleichzeitig machen? Nee, es gibt ja nur Alternativen, falls der. Ja, falls es nicht reicht von der PS-Zahl. Ich habe doch jetzt einen kleinen Akkumas gemietet. Diese Akkumas. Warum hast du keinen Tiefenlocker genommen? Fällt mir gerade ein. Weil die Seemaschine direkt das hat. Und außerdem brauchen wir es nicht. Tiefenlocker ist günstiger und. Ups. Ich Tiefenlocker habe ja auch ist nur, ich habe ja nur gemietet. günstiger und hat die gleiche Arbeitsbreite. Ja, ist ja wurscht. Jetzt zu spät. Mal gerade ein bisschen Gras für die Tierchen. Sonst verhungern die uns noch. Sieht schon mal gut aus. Also ich finde, wir müssen dieses Mal ein bisschen mehr Gas geben. Nö. Auf der ersten Version der Hofbergbahn haben wir es relativ langsam angehen lassen. Ist das schlimm? Ja, wir wollen ja vorankommen. Also da haben wir ja gar nichts erreicht gehabt, finde ich. Da haben wir ein bisschen rumgetestet nur. Finde ich nicht. Nicht? Nee. Guck mal, den Akkumas zieht er den Berg hier nicht die volle Geschwindigkeit hoch. Ah, könnte daran liegen. Alles. Ich habe nichts gesagt. Warum? Was war das Problem? Ich hatte diese gelbe Achse Ah, falsch Differential. gemacht. Nein, das ist kein Differential, das ist 1. Wenn es gelb ist, ist es glaube ich Allrad. Und wenn es nicht gelb ist, dann ist es kein Allrad oder so. Ich Ich glaube, das weiß nicht. ist auch ein Differential und zwar das von vorne hinten. Gibt ja verschiedene Differenzen. Glaub nicht.28 Kühe haben wir jetzt gerade, gell? Ist schon mal gut. Gras für die Kühe habe ich gleich auch fertig. 10k ungefähr.
Ich würde diesmal auch nicht so viel unterschiedliche Tiere erstmal nehmen, sondern dass wir uns erstmal auf die Kühe konzentrieren. Weil die geben uns eben die Milch, was relevant ist, um Gewinn zu machen. Und ja, vermehren sich eigentlich auch relativ gut. Jo. Aber in diesem Sinne, haut ihr Leute, macht's gut, haut rein, bis morgen. Ciao. Und ja.